Oh, jetzt hat es aufgehört zu filmen. Naja, dann hoffe ich mal, dass ich das hinkriege mit zwei Filmchen aneinander heften in YouTube. Naja, aber es wird ja bestimmt möglich sein. Es ist so fantastisch hier. Es ist so toll. Ah. Und es ist aber auch gut, dass es jetzt vorbei ist. Es passt einfach alles. Es ist so stimmig. Und hier einer von meinen Lieblingen. Oh. Fantastisch. Also magisches Land, wo wir hier durchlaufen. Ist es nicht toll? So. Ja, genau. Und dann habe ich eben noch weitergearbeitet und Feenstörchen, Engelsgröße. Dann habe ich noch weitergearbeitet und habe mit mir selber. Das war also wirklich ein ganzer Tag einfach nur für mich. Und habe in dem Buchenhain Heilung für mich selber gemacht. Kann ich jetzt gar nicht erzählen, will ich nicht erzählen. Das ist einfach für mich gewesen. Und es war so toll. Und dann bin ich auf den Tor hochgegangen und war so glücklich, dass ich gesungen habe, mich gefreut habe, stand dann oben im Tor drinnen. Habe mich vom Wind tragen lassen, habe gesungen, gechantet und ein Geschenk. Good morning. So. Ha. Da gehe ich doch heute mal einen anderen Weg. Good morning. Also generell ist es hier ja auch schon 11 oder so. Oder 12? Nee, 12 noch nicht. Ich habe um 12 bin ich verabredet. Und ja, guten Morgen. Es wird so, es sind die alle ein bisschen später dran. Ich habe heute schon gearbeitet, ich habe heute schon einen Termin gehabt, also ganz fantastisch und berührend und schön. So, hier ist oh, der Tor. Seht ihr ihn da? Es ist so wundervoll. Ah. So. Hier ist noch ein Feenweg, ein fantastischer Feenweg mit uralten Bäumen. Muss mich gleich warmen, muss gleich die Jacke ausziehen. So, hier. Guck mal. Kann man den sehen? Ja. Also es ist unglaublich. So, ich muss den Bauch einziehen, weil da ein Auto kommt. Good morning. Ein bisschen eng. So. Das ist praktisch die Mother Beach, die Mutterbuche. Hier. Ein gigantischer, großer, fantastischer Baum. Good morning. Ganz schön was los um die Uhrzeit. Wenn sie denn dann mal aufgestanden sind, die ganzen Engländer, dann laufen sie auch durch die Gegend. So. Tadam, wo war ich beim Erzählen? Ja, ich war auf dem Tor oben drinnen, im Tor, also in diesem Turm auf dem Tor und habe mich hingelegt, vom Wind tragen lassen. Ich habe es vergessen. Also vielleicht ist auch das die Mother Beach. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das da, ja. Das ist, ich habe eine falsche Information gesagt gerade. Das hier ist die Mutter der Buchen hier im Wald. Der älteste Baum, der Baumhüter. Ha! Also unglaublich riesig. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nee, das kann man nicht sehen. Auf jeden Fall, ich komme da nicht rum, wenn ich meine Hände ausstrecke. So, hab mich oben auf dem Tor, im Turm, vom Wind tragen lassen, hab gesungen und es war befreiend und es war toll und es war fantastisch. Und dann
bin ich runter zu White Spring, habe mich da mit einem Freund getroffen und wir sind dann zusammen ins Wasser gegangen und haben auch gechantet zusammen und dann höre ich eine andere Frau singen und dann habe mich dann verbunden mit der und es hat so gut harmoniert, es ging so einfach, es hat so gut hingehauen. Und dann, als ich dann draußen war, habe ich festgestellt, das ist meine Freundin aus Hongkong, eine Soundhealerin. So ist alles verbunden. Ich bin dann mit ihr, bin ich dann noch länger da geblieben und wir haben noch weiter gesungen. Und es war ganz schön. Dann sind wir auf den Feenstein hoch, dann bin ich auf dem Tor hoch. Dann, also es war ein unglaublicher Abend. Ach, und dann hatte ich noch ein Astrologie-Göttinnen-Reading. Oh, fantastisch. Also es ist auch wieder privat, es ist nichts, was euch interessieren würde. Oder vielleicht schon. Aber es ist einfach meine Geschichte. Aber es ist so treffend. Es ist wirklich fantastisch. Ja, naja, ein bisschen was kann ich ja schon erzählen. Und zwar bin ich natürlich hier, um zu lehren, um das weiterzugeben. Ich komme, also stand auch da drinnen, es ist nett, sowas von außen zu hören, wenn jemand nur irgendwelche Sternchenbilder anguckt und dann genau das erzählt, was ich fühle und was ich weiß. Also ich komme tatsächlich einfach aus der bedingungslosen Liebe. Und habe hier so ein bisschen Einfindungsschwierigkeiten natürlich, Transformation. Aber ich bin auch hier, um zu lehren, um das zu zeigen, um das weiterzugeben. Und es ist ja genau das, was ich mache. Also es ist alles, das ist so passend gewesen. Ja, und danach war ich zum Sonnenuntergang auf dem Tor, mein letzter Sonnenuntergang, weil heute Abend bin ich noch auf einem Workshop. Und habe keine Zeit, zum Sonnenuntergang zu gehen. Und der Sonnenaufgang, der ist mir zu früh. So, muss ich gucken, dass ich die Einbiegung richtig erwische, weil ich bin schon vorbeigelaufen an dieser Einbiegung, wo es rüber geht und bin dann unten wieder bei den Quellen rausgekommen. So, aber ich glaube, hier ist alles richtig. Vielleicht. Und wenn nicht, dann ist es ein anderer Weg. Wir werden es schon sehen. Tadam, tadam. So. Egal welchen Weg du gehst, du kannst dich immer entscheiden, welchen Weg du nimmst. Und natürlich nehme ich, den ungepflasterten Weg. Und natürlich ist der vollkommen richtig. Und dann stelle ich euch einmal ganz kurz ab und ziehe meine Jacke aus. So, tada, weil es ganz schön warm wird beim vielen Laufen. Und dann zeige ich euch einen wunderschönen Blick zum Tor. So, im strahlenden Sonnenschein. Es ist immer wieder herzöffnend. So. Hier sind diese ganzen Gatter, diese Schafsgatter. Und ein 150 Jahre alter Mann, mit dem ich den Berg hochgelaufen bin, einmal hat mir, vielleicht war er auch nur 140, ja, keine Ahnung, hat er mir gesagt, ich bin dafür da, dass man darüber die Hände reicht und den anderen willkommen heißt. In einer anderen Welt, in der nächsten Dimension, in einer anderen Dimension. Oh, und wenn ich dann hier mich mit Menschen unterhalte, dann ist es oft so, also mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die ich treffe, das ist das Gleiche. Die erzählen das Gleiche wie ich. Die haben die gleichen Gedanken. Ich war mit einem Loki unterwegs und wir haben einen anderen Mann getroffen, ein Bart, der aussieht wie Arthur von der Umbrella Academy. Und Loki sieht natürlich vollkommen aus wie Loki. Und und da haben dann beide quasi ein Coaching gemacht und der Loki hat noch die Karten gelegt für ihn. Und es war so schön, weil sonst bin ich ja immer so ein Klugscheißer und kann mich nicht immer zurückhalten, wenn jemand was anderes macht und was vergisst zu erzählen oder was falsch erzählt, nur auf die Zunge beißen, dass ich da nicht all reinquatsch.
Aber ich musste gar nicht reinquatschen, weil einfach alles richtig war, weil alles toll war. Es hat alles gepasst, also es war schön. Und so sind die ganzen Menschen. Und das ist ganz witzig. Also natürlich nicht die ganzen, aber die Menschen, mit denen ich mich hier getroffen habe. Weil man hält sich ja selber doch für ja, so ein bisschen alleine und so ein bisschen einzigartig. Und och je. Und dann ist man auf einmal mit Menschen zusammen. Oh, nächster wundervoller Blick. Dann ist man auf einmal mit Menschen zusammen, die die Welt genauso sehen. Und es ist so fantastisch und es ist so kraftvoll und fühlt sich eben auch so wichtig an, dass wir uns aufteilen weiter über die Welt und dass wir das weitergeben. Ich bin auch gespannt, wo es mich hinzieht. Ich freue mich schon dann auf Winchester. Aufs Ashram habe ich gerade gar keine Lust, wenn ich ehrlich bin. Aber mal schauen, einfach einen Schritt nach dem anderen. Ja, mit einem wunderschönen Blick auf den Tor verabschiede ich mich, weil sonst wird das Video zu lang und ich persönlich schaue mir keine stundenlangen Videos auf YouTube an, weil, nee, ich habe da gar keine Zeit dafür. Und da freut es mich, wenn ihr meine Videos anschaut. Wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so, dann schreibt es mir und dann erzähle ich euch das. So, da, sehr schön. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Ganz liebe Grüße und alles Liebe, Blessings and Love. Tschüss.